Seit 111 Jahren gibt es im Rastatt die große Karnevalsgesellschaft und genauso lange sucht der Traditionsverein schon jedes Jahr ein Prinzenpaar, welches die Rastatter anstelle des Bürgermeisters durch die närrische Zeit leitet. Nina die Erste ist Prinzessin. Ihren Prinz hat sie sich aus den Reihen der Rastatter Schlosswache ausgesucht. Sie weiß genau, warum sie dieses Amt angenommen hat. Da ich ja schon seitdem ich ganz klein war bei der Krokalie dabei bin, ist es natürlich ein Traum von mir gewesen, endlich mal hier zu stehen. Und ich glaube, das ist auch eine ganz große Freude für meinen Opa. Ihr Opa ist der Vereinsvorsitzende Manfred Schur. Seine Freunde nennen ihn Made. Die Suche nach den Tollitäten war nicht immer so leicht wie in diesem Jahr. Diesmal habe ich es eigentlich einfach gehabt. Ich habe mir zum Abschied ein Geschenk gemacht. Das ist meine letzte Kampagne bei der Krok AG als Präsident. Und dann kann ja die Nina, mein Enkel, kann ja da Prinzessin machen. Und auch der Prinz, Offizier der Krok AG Schlosswache, war schnell gefunden. Ja, sie ist die Enkelin vom Präsidenten. Der Präsident ist unser Nachbar. Ja, man sieht sich immer und irgendwann war da mal so die Idee, mach doch Prinzenpaar und ja, gleich eine schöne Idee gewesen. Die Nachricht von seiner letzten Kampagne als Präsident der Rastatter Narren kam für viele überraschend. Nach 2010 will der Vereinsvorsitzende den Stab an die Jüngeren weitergeben. Ja, irgendwie muss man ja mal loslassen, der Nachwuchs muss kommen, es muss weitergehen. Kann ja nicht sein, dass ich mit 70 noch da oben stehe. Bis es soweit ist, soll es aber wieder ein paar tolle Monate bei der Krok AG Rastatt geben. Wir wollen tolle Sitzungen machen, wir haben ein neues Thema. Krok AG auf Safari und es gibt eine ganz tolle Sitzung, da bin ich fast sicher. Und dann haben wir natürlich einen neuen Umzugswagen für den Umzug in Rastatt. Also es wird gut noch. Und auch Prinz und Prinzessin wissen als langjährige Fasnachter, was als Lieblichkeit und Tollität im Rastatter Karneval auf sie zukommt. Ja, also ich freue mich bis jetzt auf jedes Wochenende und ich glaube, das stehen wir echt gut durch. Wird zwar mit wenig Schlaf verbunden sein, aber ich freue mich dann und werde dann auch bestimmt traurig sein am Aschermittwoch. Die Prinzenpaar-Proklamation fand dieses Jahr erstmals in der neuen Reithalle statt. Zu Ehren von Nina I. und Christoph I. tanzten am Schluss die Mädchen der Prinzengarde.